Startseite. Smartphone Xiaomi Redmi Note 11. Noch mehr Redmi Note 11 Modelle. Xiaomi enthüllt zwei weitere Varianten. 3. März 2022 um 10 Uhr und 2 Minuten. Christian Funk Artikel anhören. Nachdem Xiaomi bereits 4 verschiedene Versionen des Redmi Note 11 vorgestellt hat, kommen nun 2 weitere Varianten hinzu. Das zeichnet das Note 11 E 5G und Note 11 E Pro aus. Xiaomi ergänzt die Redmi Note 11 Serie um weitere Modelle. Quelle: Netzwelt. Das Redmi Note 11 E 5G und Note 11 E Pro wurden nun offiziell vorgestellt. Mittlerweile gibt es 6 Versionen des Note 11. Die beiden neuen Varianten werden voraussichtlich aber nicht in Deutschland erscheinen. Mit dem Redmi Note 11, Redmi Note 11 S, Redmi Note 11 Pro und Redmi Note 11 Pro 5G verkauft Xiaomi hierzulande bereits 4 Varianten seines Mittelklasse-Smartphones. Nun enthüllt der Hersteller in China mit dem Redmi Note 11 E 5G und dem Note 11 E Pro noch 2 weitere Modelle. Was unterscheidet die E-Versionen von den bisherigen Modellen? Das ist das Redmi Note 11 E 5G. Bei dem Redmi Note 11 E 5G handelt es sich um ein Handy im unteren Preissegment. Der chinesische Preis liegt derzeit bei umgerechnet ca. 171 Euro für die Ausführung mit 4 GB Arbeits- und 128 GB Gerätesprecher. Für die Leistung ist der Dimensity 700 Chipsatz von MediaTek zuständig, welcher ebenfalls die Nutzung von 5G ermöglicht. Das Display ist mit 6,58 Zoll, ca. 17 cm, durchschnittlich groß und das Panel verfügt über Full-HD-Auflösung. Zudem liegt die Bildwiederholungsrate bei 90 Hz. Der Akku bietet eine Kapazität von 5000 mAh. Die Frontkamera ermöglicht Selfies mit 5 Megapixeln, während auf der Rückseite eine Dualkamera bestehend aus einem 50-Megapixel-Sensor und einem Tiefensensor mit 2 Megapixeln verbaut ist. Im Großen und Ganzen hat diese E-Version ziemlich große Ähnlichkeiten zu der globalen Version des Note 11. Die bisher in China veröffentlichten Modelle verfügen noch über andere Prozessoren und Hardware, weswegen der Hersteller das globale Note 11 in China die Ausführung offenbar als E-Version vertreibt. Das ist das Redmi Note 11 E Pro. Das Redmi Note 11 E Pro ist, wie der Name schon sagt, etwas besser ausgestattet. In puncto Leistung verfügt das Smartphone über einen Qualcomm Snapdragon 695, welcher ebenfalls 5G fähig ist. Das Display ist mit 6,67 Zoll zwar nicht viel größer, aber dafür basiert es auf AMOLED-Technologie und bietet eine Bildwiederholungsrate von 120 Hz. Der Akku ist identisch zu dem der E-Version, wobei das 11 E Pro mit bis zu 67 Watt geladen werden kann. Redmi Note 11, 11S und 11 Pro im Vergleich, das sind die Unterschiede Mittelklasse-Smartphones im Vergleich vom Redmi Note 11 bietet Xiaomi insgesamt 4 Varianten an. So unterscheiden sich Redmi Note 11, 11 Pro, 11 Pro 5G und 11S voneinander. Die Selfie-Kamera löst mit 16 Megapixeln auch höher auf und auf der Rückseite befindet sich eine Triple-Kamera. Diese besteht aus einer Hauptkamera mit 108 Megapixeln, sowie einem Ultraweitwinkelsensor mit 8 Megapixeln und einer Makro-Cam mit 2 Megapixeln. Kommen die E-Modelle auch nach Deutschland? Umgerechnet liegt der chinesische Preis für das Redmi Note 11 E Pro bei ca. 242 Euro für die Ausführung mit 6 GB Arbeits- und 128 GB Gerätesprecher. Auch bei dieser Variante bestehen große Ähnlichkeiten zu unserem Note 11 Pro. Hier verfolgt Redmi wohl die gleiche Vorgehensweise wie auch bei dem Note 11 E und veröffentlicht die globale Version als neues Modell auf dem chinesischen Markt. Aus diesem Grund gehen wir auch eher nicht von einem Release in Deutschland oder anderen Ländern aus. Tipp: Die besten VPN-Anbieter für mehr Sicherheit und Datenschutz.